Die Wettershow. Einige Wettercams haben wir nun für Sie vorbereitet. Schauen Sie mal, Eisenstadt hier mit dabei. Eher noch ein bisschen bewölkt, ein bisschen trüb und vernebelt. Aber ob sich die Sonne noch zeigt, da sind wir natürlich gespannt. Es soll ja dennoch ein bisschen milder werden. Bad Radkersburg, wunderschön verschneit, Winterwonderland. Dennoch auch ein bisschen düster wirkend. Gestern war es ja auch ziemlich kalt, muss man sagen. Wir sind doch gespannt, wie sich das heute im Laufe des Tages entwickelt. Genauso wie in Bad Hofgastein. Auch hier sehen wir auch schon ein bisschen vernebelt das Ganze, aber auch hier natürlich wunderschön so viel Schnee vorhanden. Auch hier in Annaberg auf den Pisten, das ist natürlich eigentlich grandios. Und auch Gossau zu guter Letzt als fünftes Bild von unseren Wettercams. Und da sehen wir schon eine mutige Skifahrerin, die hier die Piste hat. Ja, das ist der Wahnsinn eigentlich. Ne? Nein. Fast. Ein bisschen teilen muss man dann doch. Wir blicken mit Ihnen nach Europa. Über dem nördlichen Mitteleuropa sorgt schwacher Hochdruckeinfluss weiter für kaltes und zeitweise sonniges Wetter. Dagegen überqueren die Regenwolken atlantischer Tiefs den südlichen Teil Zentraleuropas und die Alpen mit milder Luft südostwärts. Damit auch schon nach Österreich. Heute in der Osthälfte Österreichs oft sonnig, nur stellenweise länger Nebel oder Hochnebel. Von Vorarlberg bis Oberösterreich und Kärnten zunehmend bewölkt und ganz im Westen am Nachmittag dann Regen. Höchstwerte minus 1 bis plus 8 Grad kann es da sogar bekommen, aber ein bisschen Regen, Sie sehen schon. Hier vor allem auch in Bregenz. Die nächsten 24 Stunden für Sie für den Westen. Dennoch bleiben eher mild um die 7 Grad hier als Tageshöchstwert. Aber circa ab Mitternacht, das ist der nächste Tag, startet dann eher nass. Im Osten Minusgrade, minus 5 Grad auch schon in der Früh. Und das wird nicht wirklich wärmer, 2 Grad, gerade mal so. Ein bisschen Sonnenschein, aber auch viele Wolken vorhanden. Die nächsten 7 Tage, ja, die ganze Woche liegt noch vor uns. Und Donnerstag, Freitag dann immerhin um die 11 Grad. Da wird es dann wieder milder, Samstag dann wieder verregnet. Und im Osten hingegen, wow, lieber Edi, 14 Grad am Mittwoch und 12 Grad am Donnerstag. Da wird es nochmal so richtig sonnig. Damit steigt aber die Lawinengefahr. Wir haben ja am Wochenende leider 4 Lawinentote in Österreich gehabt. Die Lawinengefahr ist jetzt ganz, ganz arg. Das muss man richtig aufpassen. Das warme Wetter ist eine, viel Schnee und warmes Wetter ist immer eine große Gefahr. Ja, genau. Wir gehen jetzt ganz ungefährlich in eine kurze Werbeunterbrechung, sind aber sofort wieder retour. Bleiben Sie bei uns.